Macht Sepp Gaipl Schluss nach der Saison? Er wollte sich eigentlich am Freitagabend entscheiden. Wir haben ihn vor dem Spitzenspiel gefragt. Es ist nicht gestern Abend gewesen, sondern gestern in 14 Tagen ist also besprochen worden. Und bis dahin wird es noch keine Entscheidung geben. Eine ausgeklügelte Antwort, vielleicht auch um den Druck von seinen Jungs zu nehmen. Die Gäste um Trainer Walter Lang wird das wenig stören. Sie der souveräne Tabellenführer und ja, schon designierte Aufsteiger. Trotzdem, in der ersten Halbzeit bieten auch sie ziemliche Fußballmagerkost. Karl Schmidt, ehemals Murnau-Trainer, der zuschaut, der sprach von Hauruck-Fußball auf beiden Seiten. Und das traf es ganz gut. Trotzdem ging der FC Bad Kohlgrub mit 1:0 in Führung, weil Lenkries in der Abwehrzentrale schlief und Torwart Schauer ein Patzer unterlief. Schauen wir nochmal drauf. Bernie Bauer, der hochgewachsene Verteidiger, als erster am Ball, aber auch völlig unbedrängt. So die Führung zur Pause, etwas schmeichelhaft. Beide Mannschaften hätten hier wirklich kein Tor verdient gehabt. Interessanter da schon, die Jugend, die Zukunft von morgen anzuschauen. Die macht es nämlich deutlich attraktiver und besser. Aber immerhin, die Pausenansprachen der beiden Coaches scheinen nicht ganz so schlecht gewesen zu sein. Auf geht's in den zweiten Durchgang. Nicht mal 5 Minuten rum, Gutmann und wieder Bauer. Gute Szene des jungen Gutmann, der den Ball da reinbringt. Nur kurze Zeit später, ein Traumangriff der Kohlgruber. Martin Meyer, geschickt auf Außen, macht das stark und zieht flach ab, 2:0. Ja, es war nicht Schauers Glanztag und Kohlgrub nutzt das aus, 2:0. Die Überraschung zum Greifen nahe, vor allem auch, weil Lenkries bisher nicht den Eindruck machte, dass sie hier noch ein oder zwei Gänge höher schalten können. Der erste verhaltene Versuch, das besser zu machen, von Karl Murbeck, dem Mittelfeldmotor. Doch die größeren Chancen gehören weiter Kohlgrub. Gutmann rutscht hier weg und bringt ihn nicht mehr zielgenau auf den Kasten. Dann eine heikle Szene und es steht 2:1. Lenkries mit demselben Mittel erfolgreich wie die Kohlgruber noch zuvor. Nun aber das Duell Glas gegen Murbeck für meine Begriffe, da das Ganze wohl außerhalb des 5-Meter-Raums war, völlig okay. Sepp Gaipl wird dazu eine andere Meinung haben, die wir später noch hören. So also nun Zittern angesagt. Und dieses Zittern hilft alles nichts. 2:2, der Ausgleich, meinen alle. Nur der Schiedsrichter sagt nein. Abseits, Fehlentscheidung. Warum der Einzige, der hier abseits gestanden wäre, wäre wohl Scheck gewesen, doch der hat mit der Szene ja überhaupt nichts zu tun und behindert auch nicht Glas. Also das hätte das 2:2 sein müssen. Egal, Kohlgrub wird es recht sein, sie verpassen aber im Konter die Vorentscheidung. Und so Lenkries über die gefährlichen Außen um Gerg wieder mit gefährlichen Torschossen. Nochmal Scheck und der Mann, der wohl vorher abseits stand, belohnt sich selbst für diesen, ja, es war kein Fehler, aber trotzdem, er belohnt die Lenkrieser. 5 Minuten Verschluss, der verdiente Ausgleich. Beide Mannschaften mit einem starken, einem richtig starken Angriff, der jeweils zum Tor führte, zu einer Standardsituation. So gibt es am Ende eine 2:2-Punkteteilung, die Sepp Gaipl natürlich nicht so gut schmeckt. Und Lenkries hat also außer weite Bälle und Murbeck-Bälle eigentlich nichts Produktives zustande gebracht. Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Und da war es so, dass der Spieler mit dem Ellenbogen unserem Spieler oder unserem Torwart in die Brust reingehauen hat, somit also überhaupt keine Chance gehabt hat, an das Spielgerät zu kommen. Und war eine ganz klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Da muss er abpfeifen und auch einen Freistoß für uns geben.